Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plants vs. Zombies E-Class in der Alpha 3.2er Version. Und Leute, mir ist gerade aufgefallen, warum ist da oben ein 3.3? Egal, vergiss es. Let's go! Okay, so, wo sind wir stehen geblieben? Wir haben die Frostbeulenhöhlen freigeschaltet. Und da machen wir jetzt gleich mal die ersten Level. Wir sind ungefähr, ja, bei Level 1, genau, das wissen wir. Ich würde sagen, wir könnten eigentlich bis zu Level 4 spielen. Ja, 4 Level, komm, let's go. Ja, das haben wir letzte Folge schon angehört, durchgelesen, was auch immer. Muss nicht nochmal sein. So, Sonnenblume. Ja, du, das ist ja jetzt eh nicht so stressig, glaube ich. Komm, so, so. Nee, so nicht. So. So ein Ding ist das. Let's go! Haben wir mal die Eis-Ding. Ich hab's gleich. Die heiße Kartoffel, genau. Heiße Kartoffel freigeschalten, das ist ganz toll, schätze ich mal. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch brauchen. Gut. Don't look now, Penny, but those plants have a bad chase of freezer burn. It's the freezing wines from this time period. They've immobilized the plants. I suggest we call on Hot Potato. She can melt those ice blocks. Ja, ja. Das war auch schon genug, was zu wissen war. Okay. Ja, gut, ne? Einfach gucken, dass die Blumen nicht zerstören. Das ist ganz simpel, würde ich mal sagen. Aber ich würde es fast so machen. Und hier vorne noch. Und eventuell Butter, falls es im, ja, vielleicht ein bisschen aus der Kontrolle läuft. So wie es ja ziemlich üblich ist in diesen Levels. Okay. So. Let's go.
Let's go. Zweite Level haben wir auch geschafft. Es war noch immer ziemlich einfach. Ich finde das saugeil, dass die heiße Kartoffel keine Reload-Time hat. Das habe ich echt nicht gewusst. Aber, warte mal, nee, doch. Oh, ja. Oh mein Gott, doch. Ich habe das irgendwo mal kurz gesehen, glaube ich. Ich weiß aber gar nicht mehr. This level is a locked coordinate in time. You must take these plans to win. Otherwise you risk destroying reality. Huh? Never destroy reality, you'll pull something. I hope you can make use of these plans too. Especially Hot Potato, her damage is enough to defeat Dodo Riders. Huh? Okay, ich muss mit den vorgegebenen Pflanzen kämpfen, das ist ganz okay. Hey, jetzt bin ich aber gespannt, wie das Level ist. Let's go. Okay, krass, ich hab's am Anfang nicht ganz gecheckt, was ich machen soll. Aber auch das haben wir First Try geschafft. Also, kein Problem. Und ich würde mal sagen, gleich noch ins letzte Level rein. Ich habe gerade gesehen, mein Speicherplatz ist so gut wie voll. Also werde ich jetzt ganz kurz einen Cut machen. Aber ja, bis gleich. Okay, so. Wir haben auf dem Feld schon drei Pflanzen stehen. Eine Hagelzuckererbse und zwei Pak Choi. Ist in Ordnung. Ja, genau, das war schon alles, was ich sagen wollte. Nehmen wir damit. Und Verlangsamungsteil nehme ich mit. Die Süßkartoffel. Was passiert denn, wenn ich die upgrade? Oh, sie wird billiger. Macht mehr Schaden, aber braucht jetzt Aufladezeit. Ja, komme ich schon damit klar, denke ich. Okay, so, mal versuchen. Let's go. Thank you.
Ey Leute, eines muss man einfach sagen. Dieser Pilz ist übertrieben stark. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Ey, es ist scheißegal, in welcher Welt ich ihn benutze. Er ist in jeder einfach stark. Ey, der schießt viermal auf einen Zombie und der ist tot. Das ist krank. Und wie sich der dann auch noch vermehrt und so, der ist in dem Spiel echt OP. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Achso, und hier, zur Nacht in der verlorenen Stadt, habe ich schon die ersten 5 Level auf meinem zweiten Kanal, erster Link in der Beschreibung, hochgeladen. Und die nächsten 5 werde ich dann auch demnächst noch machen. Und wir haben wieder ein Secret Level. Das ist ganz toll. Vielleicht lade ich das auch auf dem zweiten Kanal hoch. So, aber somit soll es das jetzt eigentlich gewesen sein mit der Folge. Die geht jetzt eh wieder, boah, keine Ahnung. Ich habe wieder die Level in 2- oder 3-mal Speed gemacht. Entscheide ich jetzt gleich beim Schneiden noch spontan. Aber um die 10 Minuten haben wir auf jeden Fall erreicht und das sollte mal reichen. Schön, dass wir schon ein paar Pflanzen haben. Die neue Version 3.5 wird wahrscheinlich demnächst auch kommen. Und wie gesagt, ich werde es mir halt runterladen, wenn es nur ein Update ist und wenn es halt wieder eine neue APK ist, also wieder das Spiel nochmal von vorne anfangen, dann werde ich das unterlassen, weil da nur eine neue Pflanze ins Spiel kommt und irgendwie bessere Qualität oder so. Das, ja, vergiss es einfach, okay? Super. Und diese Pflanze ist übertrieben teuer. Ich weiß nicht warum. Warum kostet die Feuererbse so viel? Das verstehe ich echt nicht. Naja, aber sie ist auch ziemlich stark, muss man sagen. Na gut, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und wir sehen uns im nächsten Video oder Livestream wieder, was auch immer ich mache.